Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Prison Architect. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben unser 2.0 Gefängnis. Wäre natürlich eine gute Überlegung, jetzt hier noch irgendwo zusätzliche Metalldetektoren einzubauen. Die Frage wäre nur, wo wir die am besten platzieren. Machen wir die normal. Und die lassen wir abreißen. So. Wir könnten natürlich den ganzen Block jetzt hier rüber kopieren. Allerdings habe ich die Befürchtung, dass das geldmäßig nicht ganz hinkommen dürfte. Weil 20 mal 40 mal 330 für die Zellen und dann nochmal die Türen und alles mit drum und dran. Es könnte ein bisschen knapp werden und da müssen wir dann nachher noch Kabel verlegen. So, lassen wir ruhig mal ein bisschen schneller laufen. Wir machen das dann, wenn wir die Ernährungsstudie abgeschlossen haben, dann sollten wir eigentlich genügend Geld auf der Kante haben. Und allzu lange wird das ja nicht mehr dauern. So, dann können wir hier schon mal... Wo haben wir sie? Da. Metalldetektoren. Die schließen wir aber auch erst an, wenn wir das neue Gebäude fertig machen. Okay, Fernsehen gucken nennt man das. Mhm. Ich würde das Fernsehen schänden nennen, aber ich halte es für extrem unwahrscheinlich, dass hier drunter einer gräbt. Schauen wir mal. Taser-Ausgabe haben wir auch. Ja, das kostet dann natürlich wieder mehr Geld, aber... Ach, das sind die Bäume. Ich wollte schon sagen, wer macht denn da draußen Feuerwerk? Wir kopieren erstmal nur den linken Block rüber. Das wäre natürlich auch eine Überlegung. Ja, machen wir das mal. Weil küchenmäßig Platz haben wir in jedem Fall. Achso, die können wir jetzt, glaube ich, abreißen. Wir haben jetzt drei Spülen hier. Ah, ne, die braucht man nicht folgen. Dann können wir natürlich die Kantine etwas erweitern. Küche, Kantine da. Machen wir es einfach so. So.
Muss nicht immer ganz symmetrisch sein, Hauptsache es funktioniert. Das geht eigentlich kostenmäßig. Zwei können wir uns auch noch so leisten. Wir hätten die Wand eigentlich mitnehmen können. Und den hier. So. Dann diese Wand hier können wir noch selber einziehen. Die Räume entfernen wir erstmal wieder, damit auch keiner auf die Idee kommt, die zu benutzen. Und hier kommen einfache Betten statt Doppelbetten rein. Wir haben Personal frei, dann können wir einen hier einsetzen. Wir können nach Uhrzeit planen. Das ist mal cool. Aha, gut geschätzt. Wir haben die Hälfte der Kohle verbraten und es ist noch nicht mal ein Pumpwerk und ein Generator drin. Wobei natürlich versorgt dieser Generator und auch noch diese ganzen Angelegenheiten mit. Das heißt, hier brauchen wir weniger Kondensatoren. Oder reichen dafür zwei Serviertische? Wir lassen erstmal zwei Serviertische und gucken uns das mal an. Nächste Mahlzeit ist... ja, 1 bis 2 Uhr. Oh, ein Polaroid. Das hatten wir aber schon mal. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Soweit, so gut. Bis jetzt ist ja alles friedlich. Im Großen und Ganzen. Okay. Hier scheint er sich tatsächlich ziemlich sicher zu sein. Lass mal ruhig mal den ganzen Block durchsuchen. Lieber noch mal eine zweite durchsuchen. Das sah mir viel zu sehr nach positiv aus. So ein einzelnes Fähnchen. Du musst das nicht unbedingt durchsuchen, wenn er gerade auf dem Pott hockt, ne? Also. Hey, eine vorzeitige Entlassung. Okay, müssen wir das im Zweifel nachher nochmal von Hand machen. Das ist ärgerlich, aber hier sind doch gar keine Räume eingerichtet. Warum lässt er die Türen nicht offen? So. Gefahrenstufe hoch. Das ist nicht gut.
Nahrung, Training. Na gut, das mit dem Training ist halt ein bisschen problematisch gerade. Solche Dinge passieren. Das sieht viel zu sehr nach einem Tunnel aus. Wenn wir ein Fähnchen kriegen, ist das normalerweise zu ignorieren, aber... Ich würde ja einfach den Gärtnern sagen, die sollen hier mal ein bisschen den Boden aufgraben, ne? Okay, dann schauen wir mal, welcher von denen am wenigsten zu tun hat. Nee, der Flur muss jetzt nicht als Zelle markiert werden. Natürlich ein bisschen lästig, das so zu machen, aber was soll's. Okay, da habe ich jetzt beinahe gar nicht dran gedacht.
Das war ziemlich unvorsichtig von mir, möchte ich gerade dazu sagen. So, die Zellenkapazität haben wir auf 72 erhöht. Weil natürlich, wir haben die Werkstatt erweitert und dementsprechend wird hier unten natürlich auch mehr Strom verbraucht. Dann sollten wir noch eine zusätzliche Wache und drei Wachmänner einstellen. Ja, jetzt sieht es gar nicht mehr so extrem aus. So, haben wir noch 4000 übrig. Ja, das haben wir bald abgeschlossen. Trotzdem stört mich das, dass der Hund hier immer wieder anschlägt. Hier laufen nämlich nur dünne Rohre durch. Hier ist zwar der Kabelschacht, aber der Hund schlägt ja bis hier hinten aus. Ich würde mal sagen, in der nächsten Schlafphase, aber jetzt können wir erstmal das Essen wieder umstellen. Ach ja, wir brauchen natürlich zwei Mahlzeiten. Gucken wir mal, wie es bei den Programmen läuft. Tischlerlehre, Grundlagen, Allgemeinbildung ist noch keiner für qualifiziert. Bewährungsanhörung läuft auch gut. Geistige Führung, schön. 23 Mann für Taser-Ausbildung. Würde natürlich die Sicherheit massiv erhöhen, aber wir haben nicht das Geld für 23 Taser. Ich hoffe, wenn das hier abgelaufen ist, dürfen wir die Hantelbanken wieder aufstellen. Ab 23 Uhr ist Nachtruhe. Der Hund scheint sich verdammt sicher hier zu sein. Aber wir wollen mal sehen, wenn jetzt nämlich einer am Graben ist, dann finden wir den. Der Hund ist sich so verdammt sicher dabei. Aber trotzdem, wir finden ums Verrecken nichts.
Wir haben jetzt natürlich ein ordentliches Minus in der Kasse, aber deswegen, weil wir halt sehr viel gekauft, gearbeitet, gesucht haben. Jetzt ist er sich auf einmal gar nicht mehr so sicher damit. Merkwürdig. Die sind sich sowas von sicher, dass das... Naja, ein Todesfall in der Werkstatt, das können wir mal. Ach, der hat die Tür kaputtgeschlagen, okay.
Ja gut, dafür machen wir aber auch Gewinne an den Bäumen, ne? Also. Wir haben mehrere Razzien durchgeführt und keinen Tunnel gefunden. Ich weiß nicht, wo die den graben wollen. Vielleicht komme ich da auch noch irgendwann drauf, aber mal schauen. Programm Tischlerlehre haben wir aber gestartet, ne? Doch, haben wir gestartet und es arbeitet auch einer dran. Es dauert nur. Mahlzeiten. Tagesplan, zwei Mahlzeiten. Müsste eigentlich alles soweit stimmen hiermit. Okay, jetzt scheint der Cashflow wieder ein bisschen positiver zu sein. Kommen noch Exporte dazu. Schlagen sie schon wieder hier an.
Ah, die Tür ist auch endlich eingebaut. Okay, eine Seite der Entwickler. Sah ein bisschen aus wie ein Handtuch, das einer da mitten im Weg hat liegen lassen. Hier ist mir zu finster. Hier im Übrigen auch. Hier auch. Und hier wollten wir, glaube ich, sowieso schon länger ein paar Lampen anbringen. Man soll uns ja nicht vorwerfen, es wäre hier zu finster. Also vorwerfen kann man uns ja einiges, ne, aber... Ja, Taser-Ausrüstung hat jetzt natürlich gekostet, aber hey, das ist eine Investition. Mit einem Schuss einen Gefangenen ausschalten, der randaliert, das ist Arbeit fängt ab 8 Uhr an. Ja, wenn ihr mich schlagen wollt, dann jetzt lassen wir sie erstmal weiterarbeiten.
Gut, und dann gibt's halt ab morgen was zu essen. So, die. Und wir haben auch 5 Leute zugeteilt. Gut. Wir werden wahrscheinlich noch einen Hund. Ne, wir haben 6 Hundeführer. Okay, dann ist gerade wahrscheinlich einer im Wechsel. Nein, ihr sollt nicht durch die Wände gehen. So, da ist der Timer. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Ist mir wie immer ein großes Vergnügen, wenn es euch gefallen hat. Daumen hoch kostet nichts. Wenn wir diesen Tunnelgräber hier finden, dann kann der was erleben. Und wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen runter kostet natürlich auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel findet ihr in der Videobeschreibung. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.